Das Projekt Mensch und Wasser, die Welt in Augsburg, ist ein Projekt der Umweltstation Augsburg, bei der wir das Thema Wasser von verschiedenen Seiten her beleuchten und für unterschiedliche Zielgruppen aufarbeiten. Unter der Überschrift Wasser interkulturell lassen wir Menschen zu Wort kommen, die authentisch aus anderen Ländern über die Wassersituation berichten. Authentisch deshalb, weil sie selbst aus diesen Ländern stammen. So führten wir insgesamt 6 Erzählcafés durch, bei denen aus dem Ausland zugezogene Augsburger über die Wassersituation in ihren Heimatländern berichteten und das nicht als Wasserexperten, sondern aus ihrer ganz eigenen persönlichen Sicht heraus. Um die Ergebnisse der Erzählcafés festhalten zu können, interviewen wir die Referenten in Einzelinterviews hier in den Wassertürmen am Roten Tor. Diesen Drehort suchten wir bewusst aus, denn die Wassertürme am Roten Tor sind ein Wahrzeichen für die Trinkwasserversorgung Augsburgs. Über 400 Jahre lang versorgten sie die Augsburger mit frischem Trinkwasser direkt aus dem Stadtwald. Und auch heute noch hat das Trinkwasser in Augsburg eine herausragende Qualität, da es direkt vor den Toren der Stadt gewonnen wird und so, wie es aus dem Boden kommt, getrunken werden kann. Nicht überall ist die Trinkwasserversorgung so gut wie in Augsburg und Wasser hat in anderen Ländern durchaus einen anderen Stellenwert. Was Ibrahim Kaya über die Wasserversorgung in der Türkei denkt, das lassen wir uns von ihm nun selbst berichten. Ibrahim kommt aus der Türkei, aus dem Ort Yonca-Bayre in Zentralanatolien. Sein Ort ist ziemlich klein. Aktuell leben da im Winter ca. 20 Leute, im Sommer können es bis zu 150 werden. Das Wetter ist vergleichbar etwa mit dem Allgäu oder der Schweiz. Im Sommer ist es nicht übermäßig heiß, im Winter können aber schon 2 bis 3 Meter Schnee liegen. Und von da wird uns Ibrahim jetzt berichten. Ibrahim, du bist in der Türkei geboren worden. Wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Ich bin 1973 zu meinem Vater nach Augsburg gekommen. Und mein Vater lebte schon 7 Jahre hier, arbeitete hier. Und hat dann quasi die ganze Familie nachgezogen, mit unserem Opa auch, weil niemand mehr dort war, die sich um ihn kümmern könnten. Also ich bin so über 41 Jahre in Augsburg. Und deine Familie lebt aber hier in Augsburg oder in Deutschland? Oder hast du auch noch Familie, die in eurem Ort in der Türkei leben? Großteil der, sag ich mal, Großfamilie, die leben in der Türkei. Und früher, als ihr dort gelebt habt, wie kann man sich das vorstellen? Was hattet ihr ein Haus oder gab es eine Wohnung, wie hier auch in Augsburg zum Beispiel? Oder wie sah das aus, wo ihr gelebt habt? Das waren hauptsächlich Steinhäuser mit Lehmwänden. Und wie war das bei euch mit dem Trinkwasser? Hattet ihr einen Wasserhahn, eine Leitung im Haus drin? Zu der Zeit gab es in den Häusern keine Wasserleitung. Es waren im Dorf 2 Brunnen, die mit Leitungen das Wasser von höher gelegenen Quellen bezogen. Und diese Brunnen liefen ununterbrochen. Also jeder konnte sich dort Wasser holen und an der Tränke unterhalb des Brunnen konnten dann die Tiere trinken. Und es war so, dass die Brunnen zugleich auch ein kulturell-soziales Treffpunkt waren, vor allem von jungen Mädchen, weil sie gerne sich dort trafen und sich unterhielten. Also in das Wasser holen, Trinkwasser holen, das war mehr so die Aufgabe der jungen Mädchen. Und das Wasser, das man zum Baden und zum Wäschewaschen brauchte, das lief sozusagen durch das Dorf. Das waren kleine Wassergräben, die von Hand ausgehoben wurden und diese Gräben durchzogen quasi das ganze Dorf und auch die Felder unterhalb des Dorfes. Dieses Wasser
muss natürlich gerecht verteilt werden. Dafür wurde dann, wenn die Bewässerungssaison begann, Dorfsitzungen einberufen, wo dann quasi die Wasserrechte demokratisch verteilt wurden. Und jeder hat dann gewusst, an welchem Tag, von wann bis wann er das Wasser für sich beanspruchen darf. Und wie lange in etwa hatte man dann das Wasser? Ja, das waren so in der Regel 12 Stunden, dass ein Hof das Wasser hatte. Und hatte auch deine Familie früher dann Land dort und habt ihr auch praktisch da mitgewirkt bei diesem Bewässerungssystem? Ja, also ich höre immer Geschichten, wie meine Mutter bei dem Ausgraben der Gräten mitgeholfen hat. Und wie ist denn die Qualität des Wassers gewesen, was aus den Brunnen beispielsweise kam? War das so gut, dass man es trinken konnte? In Anatolien ist das Quellwasser sehr beliebt und hat auch eine sehr gute Qualität. Du hast erzählt, ihr habt in einem Lehmhaus gewohnt. Dieses Lehm ist vielleicht 40 cm dicke Lehmschicht. Aber wenn es länger und öfter regnet, dann zieht sich dieses Lehm voll und es wird dann irgendwann nicht mehr wasserundurchlässig. Aber das hatte auch einen Trick gegeben im Winter. Wenn es geschneit hat und eine gewisse Dicke hat, dann wurde dieser Schnee mit der Walze platt gewalzt und ist in den tiefen Temperaturen eingefroren, sodass es eine Eisschicht gebildet hat und dadurch quasi das Lehm trocken blieb. Das hat dann mit sich eine Wärmedämmung, also eine integrierte Wärmedämmung mit sich gebracht. Wie können wir uns denn deinen Ort vorstellen, so in Bezug auf Wasser, zum Beispiel Seen und Flüsse drumherum? Es gibt in der Nähe ein größeres Gewässer, zu dem die Hirten ihre Tiere bringen, damit sie dort baden können und in der Gelegenheit baden auch die Hirten. Aber in der Regel gehen Erwachsene dort nicht schwimmen. Jetzt wohnst du ja schon wirklich ziemlich lange in Augsburg, könnte man so sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war für dich, als ihr hierher gezogen seid? Hast du irgendwelche Erinnerungen an das Wasser hier in Augsburg? Ja, also es war für mich schon ein bisschen geheimnisvoll, die ganzen Bäche und Kanäle. Das sind ja damals so allmählich aufgedeckt worden. Und mein Schulweg ging auch an einem Bach vorbei und hier an den Rote Torwahlanlagen, das sind ja auch Bäche und da wurden wir immer angehalten, vorsichtig zu sein, nicht reinzufallen, aber es ist mir schon öfters passiert, dass ich reingefallen bin beim Spielen. In diesem Filmprojekt kamen aus dem Ausland zugezogene Augsburger zu Wort, die über die Wassersituation in ihren Heimatländern berichtet haben. Und das nicht als Wasserexperten, sondern aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Mein Fazit dieses Projektes ist: Obwohl die Wassersituation in all den vorgestellten Ländern sehr unterschiedlich ist, bleiben doch allen Menschen die gleichen Wünsche. Sauberes Trinkwasser in ausreichender, passender Menge und zu bezahlbaren Preisen.